So, jetzt kommt Musik aus Berlin mit Mary Jane. Jane, und während hier aufgebaut wird, haben wir, ich mach das einfach mal, ich verteile die gleich, 5000 rote Karten. Und dann machen wir nachher ein Foto, wenn die verteilt sind von hier oben, während 5000 rote Karten hochgehalten werden. Ich glaube, das ist ein Zeichen, mal Stopp zu machen, um Foul angezeigt zu bekommen. So, ihr Lieben. Nicht weglaufen, HW Friedmann wartet da hinten, Rico Albrecht ist ganz ungeduldig. Hier sind noch einige Leute, die was sagen wollen, ihr Lieben. Bis um 12 ist auf jeden Fall erstmal verlängert. Kommt noch eine Menge guter Musik, die Bandbreite, Kill Us More, hey! Und Sarah Bellum mit ein bisschen Rock'n'Roll nachher, oder? Wow, ein Geldbeutel wurde gerade abgegeben, ist bei mir abzuholen. Nochmal der Schlüssel von vorhin. Zeig mal. Ich guck gleich mal rein, vielleicht nach dem Namen, genau. Warte mal. Ist deins. Siehst du mal. Komm, Steffen Sieke. Ja, Lars hat es ja schon gesagt, genau, der Herr Tom Steffen Zielke wird gesucht, dessen Portemonnaie ist hier vorne bei uns beim Zelt. Keine Sorge, hier geht nichts verloren. So, und das andere ist, ich nutze mal kurz die Zeit für wichtige Details. Und zwar, einige Leute von uns aus den verschiedenen Städten, die haben noch gewisse Bedürfnisse, wie zum Beispiel ganz einfache logistische Fragen, die aber wichtig sind für die einzelnen Betroffenen. Mir wurde mitgeteilt, dass zum Beispiel zwei liebe Menschen, ich kenne sie jetzt noch nicht, Schlafplätze brauchen für heute Abend. Also falls jemand hier in dem riesen Schwarm heute Abend noch Couchsurfing anbieten kann, bitte meldet euch hier vorne am Zelt. Die Betroffenen sind euch sehr dankbar. Dann gibt es noch zwei nette Kollegen aus Nürnberg, die ja wie gesagt extra angereist sind nach Berlin etc. Und die brauchen noch eine Mitfahrgelegenheit heute von Berlin nach Nürnberg. Falls auch dort jemand im Schwarm helfen kann, hier zum Beispiel, sehr schön, bitte am Zelt melden. Ich klebe da vorne so eine Liste hin. Da können auch andere, die noch kleine Bedürfnisse haben oder irgendwelche Sachen. Berlin liebt euch und wir helfen euch gern. Ihr müsst es nur sagen. Also jetzt Lottogewinn bestellen ist Quatsch, aber alles andere können wir machen, falls irgendwie Betten oder so Kleinkram oder irgendwas ist. Genau, da ist auch schon eine Frau, siehst du, so schlau, geht Schwarm. Da hat sich sofort jemand gefunden, eine Frau, die hat zwei Schlafplätze. Also Eva, deine Kolleginnen oder wer auch immer das war, bitte gern, so einfach ist es, nutzt es, ist eure eigene Power. Man muss nur mal direkt kommunizieren manchmal. Genau, also zwei Schlafplätze sind schon verteilt, dankeschön. Und Francesco, der hinten bei der Medizin und bei der, ihr wisst schon, Notversorgung hilft, dort findet ihr den jungen Mann, ein Deutscher aus Nürnberg mit italienischem Touch. Zur Not steht hier noch seine Telefonnummer drauf, also falls eine Mitfahrgelegenheit heute nochmal Richtung Nürnberg oder Umgebung oder so düst, vernetzt euch, der Zettel ist hier vorne. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich denke, jetzt ist unsere liebe Mary Jane fertig und haut einfach mal in die Tasten, oder? Oder willst du erst Kunst machen? Ja. Da war doch noch was, wa? Genau hier, sie ist ja vielseitig, wie wir sehen. Sie hat nämlich heute das aufwendigste Winkelement, was wir hergestellt haben, 14 Jahre Forschung und Arbeit, ein Team von 100 Leuten, bis wir erkannt hatten, dass dit einfach mal das Beste von allen ist. Kannst du auf jeder Demo anwenden, kannst du in jedem Forum und Vehikel zeigen, kommst du immer gut bei weg, ist halt radikal friedlich. Aber natürlich, typisch Frau, ist ihr das nicht genug, sie braucht jetzt noch was da drauf. Bitteschön, viel Spaß. Also ich hätte es ja so gelassen, weil wie gesagt, das geht eigentlich nicht zu toppen, aber gut. Das, was du da rufmalst, kann auch nie schaden. Genau, komm, soll kein Picasso werden? Ah, was eine Überraschung. Sehen wir das? Das ist so ein bisschen unförmlich. Er ist halt ein schlagendes Herz und in der Bewegung sieht man es halt nicht so genau. Passt schon.
So, dann gebe ich dir einfach dein Mikro und sage viel Spaß. Und ich nutze nochmal die Sekunde, weil es mir noch nicht genug herausgekommen ist. Ich wollte nochmal sagen, bloß für alle, ihr wisst es ja, aber wir sind natürlich hier, weil wir jetzt so ein erstes großes Vernetzungstreffen der Mahnwächter hier machen. Wir freuen uns alle sehr hier in Berlin, dass ihr alle so zahlreich, also enorm zahlreich gekommen seid. So viele Städte, so viele liebe Leute. Ich spare mir jetzt so die Städte im Detail zu nennen. Werde nachher in meiner Rede nochmal kurz drauf zurückkommen, damit wir begreifen, was hier geleistet wurde von allen Städten und Schwarmteilnehmern oder Gruppen und wie auch immer. Es ist nämlich gar nicht so einfach, sowas zu koordinieren und so viele Leute zusammenzubringen, die eben einer sehr wichtigen Idee dann Gesichter geben. Ich spreche mal für Team, für uns alle, freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Wir sind das ist nicht selbstverständlich, wir sind da nicht so rangegangen, dass es selbstverständlich ist, sondern daran sehen wir eben, dass wir alle sehr gut harmonieren, ganz gut solidarisch zusammenhängen, und das ist sehr wichtig, das zu begreifen, weil scheinbar ist es wenig und sehr weich und nicht so bedeutsam, aber genau das ist das Wichtige, was Ken gerade auch sehr schön bebildert hatte, wie ich fand. Lasst euch nicht durch so Kleinigkeiten oder wenn mal irgendwie Probleme sind oder wenn ihr in den Gruppen mal Schwierigkeiten habt, lasst euch da nicht gleich auseinanderdivigieren oder sonst was. Wir sind eben nicht das Volk, nicht mehr, sondern wir sind jetzt der Schwarm. Und da kann man eben auch mal Fehler machen. Jeder macht da so seine Fehler und wir sind alle nicht fehlerlos, aber wir sollten uns den Entwicklungsgedanken im Einzelnen zugestehen. Wichtig ist nämlich nicht, woher du kommst, sondern wohin wir gemeinsam gehen. Und deshalb fragen wir lieber danach. Dankeschön, viel Spaß mit Mary Jane und genau, kündige dich selber an. Wunderbar. Für einen nächsten neuen Tag, schenk mir ein Lächeln für neues, großes.
das war Wunder, ein Song von mir. Der nächste Song ist auf Englisch, everybody can understand, and it's called Think and Change, denk nach und veränder etwas. Und das sollten wir alle tun, und es ist wunderschön, euch alle hier zu sehen, wie viele Menschen aufwachen und man nicht mehr alleine dasteht. Danke. See?